Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Nummer Sander. Wir sind jetzt hier wieder bei War Robots und zwar im Testserver. Es ist ja wieder Samstag. Und was gibt's Neues? Also, sie haben jetzt endlich in das Spiel Sounds reingemacht im Testserver, weil im letzten Testserver waren ja keine Sounds drin. Den Flammenwerfer haben sie zu 18% stärker gemacht, also um 18% verstärkt. Die Spieldesigns haben sie etwas umgeändert. Also, es sieht nicht mehr so krass verändert aus wie davor. Und irgendwas stand da auch noch drin, dass sie irgendwie die Waffen alle angepasst haben, wovon ich aber nichts gemerkt habe. Also ich habe gerade eben schon eine Runde gedreht. Ich habe da nichts irgendwie, keinen sonderlich großen Unterschied gemerkt. Es war halt blöd, weil ich habe eigentlich diese Aufnahme, also die Runde davor habe ich eigentlich aufgenommen. Aber dann bin ich rausgeflogen, weil, keine Ahnung, irgendwie keine Verbindung mehr. Und dann zurück zum Hangar und das ist alles ein bisschen scheiße gewesen. Und darum mache ich jetzt eine zweite Aufnahme. Und ja, mit was starten wir denn? Ich starte mal mit dem Carnage, mit dem Flammenwerfer. Also ich finde den Sound vom Flammenwerfer immer noch scheiße, weil ich meine, ein Flammenwerfer kann sich doch nicht einfach anhören wie eine Orkan. Ich meine, sie haben den jetzt verstärkt um 18%. Ich finde, da hätten sie... Warum spielt man einen Batsch so? Egal. Ich finde, da hätten sie wenigstens den Sound ändern können, weil die Teile hören sich einfach noch an wie Orkans und das ist einfach nicht schön. Okay, da ist ein Schütze mit einem Flammenwerfer drauf. Ja, ihr hört der Sound. Ich weiß nicht. Ja. Der Sound ist ein bisschen bescheuert. Ich finde, man könnte auch noch an dem Design vom Flammenwerfer etwas arbeiten. Es sieht irgendwie alles ein bisschen... Sieht nicht cool aus. Sieht nicht geil aus. Die Flammen, die könnten ein bisschen größer sein. Die könnten gewaltiger und böser aussehen. Ein bisschen mehr Streuung haben. Es könnte alles halt etwas geiler aussehen. Und ich finde, es ist eigentlich auch gar nicht schwer. Sind die Sounds verändern. Autsch. Bitte tu mir nicht mehr so doll weh. Der verbrennt mich hier und... Das ist eigentlich auch eine gute Kombi. Die Flammenwerfer drauf und dann Tarans. Das ist eigentlich eine recht gute Kombi. Und sie ziehen jetzt auch mehr. Meiner Meinung nach nicht genug. Aber was soll's. Auf jeden Fall sind die Tempest jetzt hier auch drin. Also ich habe sie mal ausgerüstet, weil ich ein riesen Fan von der Tempest bin. Weil ich finde diese Waffe halt einfach übertrieben geil. Vor allem aus dem Grund, weil es halt ein schweres Riesen-MG ist. Der Sound, den finde ich auch extrem nice. Ja, jetzt muss ich nachladen. Hab einfach nur gegen sein Schild geschossen. Null Wirkung, gar nichts. Einfach nur leer geschossen und dann nachladen. Aber egal. Weil was war ich gerade bei der Tempest? Ich finde, das ist halt einfach eine Waffe, die braucht man in diesem Spiel. Es ist nämlich ein schweres MG. Und das Update soll ja im August, glaube ich, kommen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Im August oder im Juli, ich weiß es nicht mehr so genau. Ja, der Fury hat da scheinbar extrem große Zielprobleme. Was hat denn der da drauf? Ja, ein Flammenwerfer. Ja, der Sound von diesen Waffen hier, der ist auch nicht gerade wirklich schön. Ja, und schon bin ich Geschichte. Was nehme ich denn jetzt? Ich nehme jetzt mal den Fury, auch mit der Tempest. Ich finde vor allem den Sound von diesen Waffen extrem geil. Also wenn man den jetzt mal vergleicht mit normalen Molots, dann ist der Sound hier schon deutlich heftiger. Wenn allein so ein Schuss... Das hört sich schon extrem, extrem gewaltig an. Und ich finde sie jetzt auch nicht wirklich overpowered. Ich finde sie halt extrem geil. Genau dann, wenn mein Magazin leer war, habe ich ihn gekillt. Okay, was ist das? Das ist der Fury mit dem Flammenwerfer. Vielleicht kann ich ihn ein bisschen ärgern, wenn ich mal nachgeladen habe. Ja, die zieht schon schön. Also das macht auf jeden Fall Spaß.
Also ich finde diese Teile unfassbar geil. Ich warte nur darauf, bis sie ins Spiel reinkommen. Dann egal wie viel sie kosten, ob sie Gold kosten oder was auch immer, dann werde ich sie mir holen. Weil ich finde die auf jeden Fall extrem Hammer. Ich finde die einfach extrem geil. Das wären dann, glaube ich, einer meiner neuen Lieblingswaffen. Die würde ich dann sogar noch mehr mögen als Orkan oder sowas. Du hast keine Chance. No way. Ich finde die Teile einfach so Hammer, ohne Spaß. Autsch, das werde ich auch von den Dingern beschossen. Aber die haben hier auch den Sound extrem geil gemacht. Ich finde, man sieht halt einfach, dass es extrem große Maschinengewehre sind. Und da haben sie auch den Sound von extrem großen Maschinengewehren reingepackt. Und das finde ich sehr gut. Treffergenauigkeit auf die Entfernung ist halt... Ein Schuss hat jetzt getroffen von was weiß ich wie vielen. Auf die Entfernung geht's dann wieder. Treffen ist halt ein bisschen schwer teilweise. Aber ich finde, es geht. Und ich weiß nicht, wie viel Speicherplatz ich noch frei habe. Aber ich denke, wir können noch eine zweite Runde drehen. 4 Schaden, naja, 440. Ich meine, auf meinem normalen Account mache ich mehr. Okay, auf meinem normalen Account sind auch fast alle Sachen auf Level 10 und hier auf Level 8. Ja, von meinem Fenster sägt irgendein Typ in der Gegend rum, Alter. Irgendwie sägt da irgendjemand Metall in Hälften oder sonst irgendeinen Scheiß. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ultra nervig. Ich steige jetzt hier mal in den Lancelot. In den Flamelot. Mit dem Flammenwerfer und diesen... Also kompletter Prototyp-Lenze. So. Ich habe jetzt meinen... Ja, ich gehe jetzt nicht den Posten einnehmen. Das kann jemand anderes machen. Kein Bock, mit dem Lenze Posten einnehmen zu gehen, ehrlich. Das finde ich bescheuert. Also ich finde, wenn man sowas Langsames wie ein Lenze hat und dann irgendjemand mit dem Rogatka da rumläuft, wie der Typ, dann sollte der Rogatka das einnehmen und nicht der Lenze. Ich weiß, man sollte sich immer voll am Spiel beteiligen und nicht sagen, ja, der muss das machen, wenn der sollte das Feuer einnehmen, dann muss ich es nicht mehr machen oder sonst was. Aber wenn man sowas Fettes und Langsames wie ein Lancelot hat, dann sollte man wenigstens irgendwie ein bisschen... Okay, Schaden machen. Mache ich wirklich Schaden? Also da war jetzt noch ein zweiter dabei und ich habe sehr wenig Schaden gemacht. Also die Kombi ist nicht sonderlich gut. Ich finde mit Tarans, wow, ist es besser. Ich meine, ich mache nicht, wie ihr seht schon, ich mache nicht wirklich viel Schaden. Und der Fury, der brennt mich hier langsam weg. Ich laufe jetzt trotzdem stupide drauf zu, weil... Ich habe eigentlich, um ehrlich zu sein, nicht mehr wirklich Lust auf den Lenze. Boah, diese Sounds, die sind so nervig vom Flammenwerfer, die sollten sie echt mal ändern. Oh yeah, auf dem Raijin ist es halt geil. Weil auf dem Raijin fährt man sein Schild hoch und ballert den Gegner nieder. Vor allem, wenn man das noch auf dem Live-Server hätte und es dann irgendwie auf einem echt hohen Level ist, auf Level 12 oder so, oder auf Level 11 oder 10, dann ist es halt sehr, sehr geil. Ich finde, die Flammenwerferwaffen, die müssen nicht rein. Die sind jetzt nicht so... Von denen bin ich jetzt nicht so der Fan, aber auf jeden Fall bin ich hier ultra der Fan von der Tempest. Ultimativ, also ich feiere das Ding Todes. Und ich warte... Wow, wieso leckt es so krass? Ja, ich warte nur darauf, bis die Teile endlich reinkommen. Oh, das leckt gerade extrem. Ja, das finde ich halt geil. Man stellt sich mit dem Raijin hin, stellt sein Schild auf und deckt einfach die gesamte... Also es ist jetzt nicht so wie mit Zeus oder so, wo man dann halt so alle 5 Sekunden einen Schuss setzt, sondern man steht hier... Ich muss jetzt halt nachladen, blödes Beispiel dann. Aber man steht hier und deckt quasi den gesamten Bereich um 500 Meter ab. Die Dinger gehen ja 800 Meter weit, aber 500 Meter hat man quasi eine fast 100%ige Trefferquote. Man deckt halt einfach einen riesen Bereich ab. Vor allem, weil der Raijin halt das Schild hat, ist es dann halt extrem, extrem geil und extrem sinnvoll. Ich liebe diese Waffe einfach. Auf dem Raijin ist sie halt einfach perfekt. Ein Fury hat halt ein bisschen mehr Feuerkraft damit, aber ich finde,
Raijin stellt sich halt dahin mit seinem Schild. Ich finde, ich habe zwei Raijins, aber ich spiele die eigentlich gar nicht. Und ich finde, wenn diese Waffe hier rauskommen würde, dann würde ich sie, glaube ich, spielen. Ich weiß nicht, ob ich den Fury mit der Waffe spielen würde. Ich finde auch den Fury sind Creeps, also Tributes, sinnvoller. Oder halt 3 Zeus. Ja, ich mache das Ding jetzt hier leer. Weil ich setze hier irgendwie keine Treffer, also nicht wirklich. Weil da hinten ist ein Lancelot und ein Lancelot. Ich weiß nicht, da komme ich halt schlecht durch sein Schild durch. Da habe ich gar keinen Bock, da läuft nämlich schon ein Lancer hin. Ja, jetzt werde ich hier wieder angegriffen. Dann eröffne ich mal das Feuer. Und er ist tot. Sein Schild hält ja auch nicht unendlich viel aus. Und da kommt hier ein Fujin angelaufen. Der ist jetzt gezwungen, sein Schild hochzufahren. Ich habe jetzt nacheinander geschossen. Okay, jetzt ist eins meiner Schilde kaputt. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist natürlich dann echt blöd. Jetzt sind beide Schilde kaputt. Jetzt kriege ich ja auch ziemlich fett auf die Fresse. Aber ich finde, es hat sich gebockt, mit dem hier zu stehen und so eine fette Entfernung. Also ich liebe diese Waffen. Ich liebe sie so sehr. Macht jetzt eigentlich auch nicht mehr viel Sinn, da rumzustehen. Also ich, ohne Spaß, ich liebe diese Waffen. Die Tempest ist das Geilste, was sie bisher gebracht haben. Und ja, ich bin ein Riesenfan davon. Also vor über einem Jahr, glaube ich sogar, gab es so eine Waffe schon mal im Testserver. Eine ähnliche Waffe, aber die war viel zu overpowered, deswegen sie die einfach rausgenommen haben. Jetzt haben sie einen zweiten Versuch gestartet und ich finde, der ist sehr gut geworden. Ich finde, sie ist nicht overpowered. Wenn ich von einer angegriffen werde, von einem Fury mit einer Tempest oder so, ja, ist stark, ist nervig, aber nicht zu stark. Ja, da hinten haben wir jetzt einen Raijin mit zwei Tempest. Ich versuche ihn niederzuballern. Könnte vielleicht was werden, aber ihr seht schon, ich treffe nicht wirklich. Jetzt holzt er halt auf mich. Das meine ich damit. Ihr seht, wie schnell ich mein Leben verliere. Und das meine ich halt einfach damit, dass der Raijin mit Tempest einfach besser ist. Der Fury hat zwar eine höhere Feuerkraft, aber der Raijin stellt sein Schild auf und deckt dann halt die gesamte Entfernung ab und kann quasi fast gar nicht angegriffen werden. Deswegen finde ich den Raijin mit Tempest deutlich geiler als den Fury. Obwohl der Fury die höhere Feuerkraft hat. Ihr seht, da hinten steht der Raijin und deckt hier quasi die gesamte Entfernung ab. Und ich kann eigentlich fast gar nichts machen. Jetzt schaut er kurz weg, dann kann ich ein bisschen drauf feuern. Jetzt schaut er wieder hin, jetzt werde ich von den Troops rausgenommen. Ich entscheide mich jetzt hierfür, dass ich jetzt den Flammenwerfer Carnage raushole. Das Play geht schon seit 13 Minuten. Ich hoffe, mein Speicher kackt jetzt nicht ab. Wäre nämlich ziemlich blöd. Ja, der Kampf, der geht recht lang dieses Mal. Wäre schön, wenn der erste Kampf so lang gewesen wäre. Ich versuche jetzt hier den Raijin auszuschalten, weil ich weiß, dass der ein echtes Problem werden könnte. Hier sind zu viele Troops. Das ist nicht gut. Der Raijin läuft jetzt hier vor. Ich werde jetzt auf ihn mit Flammenwerfern gehen, weil da kann er eigentlich nicht sonderlich viel gegen machen. Ich versuche mich jetzt irgendwie hinzustellen, dass er mich nicht trifft, aber ich ihn schon. Ja, mein Schild kriegt halt ab. Aber ich krieg hier nichts ab. Ich stehe hier relativ günstig. Ja, das Einzige, was mich jetzt nervt, ist dieser Creep-Typi da hinten. Der hat mich jetzt hier... Ich hätte die beiden fertig gemacht, wenn der Typ mit den Creepy-Chase da nicht gewesen wäre. Ja, Rhino, du stehst da sehr gut in der Gegend rum, schaust dich ein bisschen um. Das ist die Kampfunterstützung, die ich mir erhoffe von meinen Teammates. So muss das sein. So, und jetzt heißt es den Raijin ausschalten, bitte. Danke. Weil der ist echt schlimm gewesen. Der war hier die größte Herausforderung. Ich gehe jetzt ein bisschen Posten sammeln, weil ich will den Kampf nämlich hinter mich bringen. Okay, es geht noch 2 Minuten.
Ich schaue mal, ob ich bis zu dem Posten nach da hinten komme. Vielleicht, wenn ich Glück habe, mit diesen Scheißwaffen geht es vielleicht nicht. Die Dinger, die sind echt schlecht. Also die hier, diese Prototypen, die sind echt schlecht. Also da ist alles Mögliche besser. Da würde ich euch eher Mollots drauf empfehlen als das Ding. Ja. Die sind halt einfach meiner Meinung nach recht schlecht. Und meiner Meinung nach gar nicht zu empfehlen. Aber die Tempest, wie schon tausendmal heute gesagt, finde ich einfach Hammer. Und ich warte nur, bis sie in das Game reinkommt. Weil ich sie mir dann auf jeden Fall holen werde. Und ja, das war der Testserver eigentlich. Und ich würde euch sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Let's Play. Bis dahin, ciao!